Ladies and gentlemen, we have arrived in Stockholm. Wie lange brauchen wir hin? 10 Minuten oder so bis zum Frühstück. Juhu. Und Karin hat jetzt einen Regenschirm und das ist, finde ich, eine der besten Sachen, die wir jetzt neu auch mit haben im Auto. Okay, man kann sich quasi mit dem Körper gegen Regen schützen, aber man könnte auch einfach nicht nass werden, so von der Idee her. I've looked on the highest shelves in books, in rooms around this place. Where do we find the well, that never ending well, from which we draw our final face? And what if we never fall? What if we never fall down? Can we live a life never knowing a feeling of this? Karin hat gerade nachgeschaut, in ganz Nordeuropa regnet es eigentlich jetzt gerade. Und das ist so praktisch, dass wir jetzt von Unterkunft zu Unterkunft fahren und halt gar nicht unser Nachtzelt dabei haben, weil es wäre wirklich, es wäre so grausig gewesen einfach. Und gerade jetzt auch macht sich der Schnorchel jetzt schon bezahlt, weil früher, unsere Luftansaugung ist halt rechts auf der Seite und wenn wir an LKWs vorbeigefahren sind, wenn sie so die Kisten wegspritzen, kam immer so ein bisschen Wasser in die Luft und der Motor hat halt dann kurz weniger Luft bekommen. Und die Leistung ist halt komplett eingebrochen. Das war auch wirklich ein Grund, warum wir demontiert haben. Auf den Tankstellen in Schweden haben wir das schon oft gesehen. Das ist eine extra Zapfsäule mit wirklich so einer Zapfpistole extra für Scheibenwaschflüssigkeit. Das ist halt voll praktisch irgendwie, weil man kann nur das einfüllen, was man braucht. Und man muss nicht irgendwie einen 5-Liter-Kanister kaufen, der dann unverdünnt für minus 50 ist. Und dann muss man selber verdünnen, dann bleibt einem aber viel über. Das muss man dann irgendwie an der Tankstelle verschenken oder man hat es urlang im Auto. Und so, man tankt einfach genau das, was man braucht und perfekt. Das ist Schweden. Wir sind bei unserem Mittagessen-Stopp angekommen. IKEA. Und jetzt sind wir gerade bei dem Ort Husqvarna vorbeigefahren, wo vor langer, langer Zeit Husqvarna angefangen hat, Büchsen zu machen. Und jetzt ein riesiger Konzern ist, der mittlerweile in Stockholm sitzt. Und das Logo von Husqvarna ist immer noch eine Büchse von vorne gesehen mit Kim und Korn oben. Fun Fact. Ja, wir haben heute einige Kilometer zu fahren. Ich glaube 750 oder sowas. Deswegen sehen wir halt jetzt nicht allzu viel von Schweden mehr. Aber auch jetzt, wenn wir nur kurz immer Rast machen, dieser moosige Boden und halt diese Feuchtigkeit überall, alles ist so saftig und so weich. Das ist einfach so schön. Also Schweden ist immer noch sehr hoch auf unserer Liste und auch halt eben in der Nebensaison. Also ich glaube im Sommer, wenn das alles so furztrocken ist, ist es gar nicht so schön und charmant, wie es sein könnte. To the best of our abilities we are. Schon bei der Mautstation vor der Öresundbrücke. Das heißt, wir verlassen jetzt Schweden. Wir sind in Odense angekommen. Wir sind ziemlich fertig vom Kopf her, aber nicht vom Körper her. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir jetzt noch ein bisschen spazieren gehen. Und ja, jetzt sind wir gerade unterwegs in der Stadt. Sind wir jetzt zum Hafen gegangen, den es gibt. Und heute dürfen wir bei Markus übernachten, der eben ein Freund von Wendler ist. Und er hat Anthropologie studiert und weiß halt voll viel über alle möglichen Länder, wo wir hin möchten oder waren. Und wir können ihn alles fragen. Es ist super. Morgen geht's weiter nach Hamburg, um unsere Sachen aus der Halle zu holen. Und ja, schauen wir mal. Morgen, wir haben super geschlafen. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen ein Frühstück besorgen und uns dann auf den Weg machen. Das Passat-Taxi da hat einfach einen Fahrradhalter hinten dran. Das ist super praktisch. Where do we find our plan, our map of uncharted land, for which we each set sail to find?
over the shifting sand. Wir haben jetzt durch die Regenfahrten oft, dass der Motor so ein bisschen eingeht, dass er quasi keine Luft bekommt. Wir haben jetzt letztens bei der letzten Fahrt einen seltsam hohen Treibstoffverbrauch festgestellt. Und jetzt bin ich dem mal nachgegangen und der Luftfilter ist komplett, also das ist so ganz, ich könnte wahrscheinlich, ich kann ihn sogar ausdrücken. Oh. Und da sollte halt die Luft durchgehen und die geht nicht durch. Und natürlich, wenn der Motor dann weniger Luft hat, nehme ich an, dass die Verbrennung oder irgendwas ineffizienter ist oder mehr einspritzt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das würde erklären, wieso man mehr verbraucht. Ja, zum Glück haben wir actually wirklich einen Ersatzluftfilter mit. Ich meine, okay, er saugt so viel feuchte Luft ein. Macht schon Sinn, dass er feucht ist. Ja, so soll er ausschauen, das passt. Ich würde jetzt sagen, natürlich passiert das immer nur, wenn es regnet, aber das passiert halt actually wirklich immer nur, wenn es regnet. Gut, und jetzt bitte Sonnenschein. Und ich meine, das ist zwar voll die Kleinigkeit, aber es fühlt sich irgendwie so mega professionell an, weil es halt ist halt so, ja, schauen wir mal nach und dann. Ja, Ersatzteil haben wir mit und bauen wir ein und irgendwie so in 5 Minuten auf der Autobahn Raststätte erledigt. Das fühlt sich sehr professionell an. Wir sind in der Nähe von Hamburg angekommen und das alles soll jetzt in das Auto passen, damit wir damit in die Schweiz fahren können und im Endeffekt dann nach Wien. Ich hab dir immer gesagt, dass es urviel ist und du hast immer gemeint, es passt dir urviel rein. Wie steht's? Ja, es nimmt langsam Formen an. Es passt eigentlich alles so ganz gut rein. Und was auch irgendwie ein bisschen wichtig ist, wenn man so viele Kilometer fährt wie wir jetzt, dass halt alles ein bisschen gesichert ist und nicht einfach nur reingeschmissen ist. Aber das passt eigentlich ganz gut soweit. Ja. Sitzbank ist noch ein bisschen ein sperriger Gegenstand, das weiß ich nicht ganz. Aber sonst easy. Wir haben es fast geschafft. Wir können euch leider nicht alle Details aus rechtlichen Gründen zeigen, aber es ist soweit fertig. Wir haben es geschafft! Alles! Ah, das noch. Oh! Das schaut echt furchtbar aus. Super. Diese zwei Sachen noch? Das ist Müll. Ah, passt. Dann ist es fertig. Das schaut so schlimm aus. Schlimm. So, der Schwertransport ist mittlerweile in Bad Pyrmont angekommen, südlich von Hannover. Wieso? Warum? Weshalb? Sagen wir morgen. Guten Morgen. Ich glaube, es war auf einer griechischen Insel. Damals haben wir mal ein Mail bekommen aus Deutschland von jemandem, der auch einen Defender hat und unsere Videos ganz cool findet, dass er ein Hotel hat und uns gerne mal einladen würde. Also wenn wir mal in der Nähe von Hannover vorbeikommen, dann ja, würde er uns gerne einladen. Und wir haben uns damals voll gefreut, aber es war überhaupt nicht realistisch, weil wir halt in Griechenland waren und sehr, sehr weit weg. Und jetzt ein Jahr später, es hat sich super ergeben, also es ist hier jetzt ganz gut ausgegangen, wir sind genau dort vorbeigekommen und haben jetzt 2 Nächte da verbracht und das war richtig schön und entspannend und auch ein sehr gutes Frühstücksbuffet und das macht uns natürlich immer ganz glücklich. Nochmal vielen Dank, das war echt entspannend hier. Ja, wir sind gerade in Zürich, kurz vor Gabo und Jasmins Haus, wir stehen im Stau, aber jetzt ist mittlerweile Frühling geworden und wir können schon die Fenster offen haben, die Sonne genießen. Dass sich das Auto aufheizt, dass es hitzewarm sind, dass man schwitzt und so. Das ist halt so ein Vorgeschmack, was uns eigentlich dieses Jahr erwarten wird die ganze Zeit, weil es halt voll warm werden wird. In Zürich hatten wir dann eine ganz schöne Woche. Wir hatten so tolles Wetter und es war gerade so, dass alle Bäume und Blumen angefangen haben zu blühen. Und wir haben uns ganz coole Orte angeschaut und haben eine Radtour gemacht und waren im Botanischen Garten und in der Sukkulentensammlung. Und es war einfach eine urschöne Woche mit Gabo und Jasmin und es war richtig schön, sie wieder zu sehen. Und wir hoffen, dass sie uns auch vielleicht auf der nächsten Reise besuchen kommen und dass wir uns auf jeden Fall bald wiedersehen.